Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, es ist September. Ja, ich habe ein Weihnachtsoutfit an. Wieder mein Weihnachtspulli, meine Weihnachtsmütze. Es muss sein, denn heute starten wir mit dem ersten Adventskalender, denn es gibt schon wieder Adventskalender zu kaufen und ich werde natürlich meine Reihe vom letzten Jahr auch dieses Jahr fortführen. Es ist dennoch etwas warm in diesem Winterpulli. Also, wenn du Bock drauf hast, mit mir zuerst, also den ersten Adventskalender, den ich hier habe, und zwar den Revolution Adventskalender zu öffnen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Schau mal meine Bommelmütze mehr nach vorne. Ei, wat fein, ne? Das gefällt mir. Irgendwie ist es schon wieder total weird. Also, ich finde es merkwürdig. Vor ein paar Tagen bin ich noch in einem Kleidchen durch die Gegend gelaufen und jetzt ist es tatsächlich wettermäßig auch schon relativ düster. Wir haben jetzt 5 Uhr, draußen ist es vollkommen am Regnen und ja, ich quassel zu viel, ne? Ja, wir machen mal den Adventskalender auf. Ich habe übrigens auch schon die Kerzen angemacht. Wer mich noch nicht abonniert hat, das kannst du gerne hier unten einmal nachholen. Mein Name ist Claudi, hi, ich mache so Beauty-Unboxings und Style-and-Talk-Videos und Hauls und alles, was das Herz begehrt. Manchmal kommt mein Hund Sammy auch mit dazu. Ja, abonniere mich gerne, denn auch in diesem Video kannst du was gewinnen, wenn du Abonnent meines Kanals bist. Also bleib dran und schau fleißig zu. Ja, so sagt man das, ne? Los geht's! Den Revolution Adventskalender habe ich gekauft auf kosmetikvorless.de. Der kostet regulär 59,95 €. Ich habe ihn für 47,95 € erstanden, glaube ich. Weil das ein Presale ist. Habe ich auf Instagram geteilt. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Und jetzt gucken wir einfach mal rein. Mensch, dieses ganze Vorgeplänkel, ne? So. Dieses Jahr kommt der Revolution Adventskalender in einem wirklich wunderschönen dunkelroten Design daher und ja, gefällt mir. Finde ich echt hübsch. Ist so mit goldenen Applikationen. Spoiler-Alarm, alle 25 Türchen werden dieses Mal geöffnet und ich werde auch schauen, ob ich dir den Wert entsprechend raussuchen kann. Ich denke schon. Und uff, hier kann man ihn aufklappen. So schaut er aus und ich würde sagen, wir schauen doch einfach mal rein. Ich glaube, der macht er sich jetzt erstmal ganz gut, ne? Übrigens ist Sammy auch gerade hier mit am Start. Ich klappe die Kamera kurz mal runter, dann siehst du nämlich unseren fast weihnachtlichen Hund nicht. Sag Hallo, Sammy. Hallo. Ja, der denkt sich auch, meine Herren, was macht Frauchen hier für einen Blödsinn, jetzt schon einen Weihnachtskalender öffnen. Aber gut, wir öffnen Türchen Nummer 1. Okay, die Türchen sind voll... kommen außen drumherum perforiert. Ich habe hier auch so eine Nagelfeile, um das Ganze zu öffnen. In Türchen Nummer 1 haben wir einen Baked Highlighter und er ist in einem schönen roten Design. Also das ist schon schön weihnachtlich. Das ist die Farbe. Hat keine Farbe. Steht einfach nur Highlighter drauf. Sieht ziemlich geil aus, ne? Richtig schön silber. Gefällt mir. Oh, schön. Türchen Nummer 2, da haben wir einen Lippenstift drin. Das ist dieser hier. Und der ist in einer schönen Nude-Farbe. Das ist die Farbe Amazing Lipstick Rouge à Lèvres. Ja, da steht keine Farbe bei. Das finde ich ja schade, ne? Warum stehen denn da keine Farbbezeichnungen drauf? Das ist kacke. Aber gut, das ist auf jeden Fall die Farbe. Der Lippenstift schaut so aus. Also der ist wirklich schön nude. So ein bisschen wie der, den ich drauf habe, nur dass ich noch einen Liptopper noch mit drüber habe, beziehungsweise einen Lipgloss. Ne? Ist sehr ähnlich. In Türchen Nummer 3 haben wir diesen schönen Lip Liner und das ist auch so eine ganz dunkelbraune Farbe, passend zum Lippenstift, würde ich mal so sagen. Ne? Türchen Nummer 4 ist wieder ein Puderprodukt und zwar ein Baking Powder. Ich muss übrigens sagen, dass die Türchen sich auch genau wie im letzten Jahr sehr, sehr schwer öffnen lassen und die Produkte sich auch sehr schwer rauslösen lassen. In der Nummer 5 haben wir einen Eye Primer. Das ist ja super. Schön, um den vorher auftragen zu können für eine schöne Base für den Lidschatten. Am Nikolaustag, am 6. Dezember, haben wir hier so einen Face-Pinsel. Den kannst du aber auch wundervoll verwenden, um entweder unter den Augen zu setzen oder deinen Highlighter aufzutragen. Schon cool. Die Nummer 7 hatten wir so auch schon im letzten Jahr drin. Und zwar ist das so ein Lipgloss, glaube ich. Genau, ein Clear Lipgloss, einfach in ganz klar. Um deinen Lippen den gewissen Schein zu verleihen. Ja, und in der Nummer 8 haben wir den passenden Pinsel, um entweder die Lidschattenbase aufzutragen oder um dir
ja, so Glitzer aufzugeben, Glitzer-Lidschatten. So ein schöner, flacher Lidschattenpinsel ist das. In der Nummer 9 haben wir wieder einen Amazing Lipstick und das ist eine etwas rötlichere Farbe als den wir vorher hatten. Eine etwas dunklere Farbe und der schaut so aus. In der Nummer 10 haben wir ein Produkt, wo ich erst dachte, oh cool, eine Mascara, aber es ist ein Augenbrauengel. Das ist ja cool. Das ist richtig cool. Oh, guck mal. Hä? Ach, das ist ein transparentes Gel, einfach um die Augenbrauen zu fixieren. Ja, das finde ich ja super. Auch ein ganz kleines Bürstchen. Schön. Ja, wirklich. Das ist sehr, sehr praktisch. Also ich finde es herrlich, dass es alles wirklich in diesem einheitlichen rot, dunkelroten Design ist. Denn in der Nummer 11 haben wir eine Mini-Lidschattenpalette. Die ist hübsch, ne? Das ist cool. Die kannst du auch schön so mitnehmen und das sind wundervoll herbstliche, aber auch winterliche Töne. Da hast du dunkle Töne mit drin, um das ganze Augen-Make-up entsprechend zu gestalten. Das gefällt mir. Auch die Nummer 12 habe ich jetzt ganz schwer rausbekommen. Und zwar ist das hier einfach ein Handspiegel. So ein kleiner, aber feiner, schön mit Muster hinten drauf. Was ist das überhaupt? Oh, Leo-Muster. Scharf. Die Nummer 13 ist ein ziemlich schöner Bronzer. Der sieht etwas rotstichig aus, aber irgendwie hat der was, ne? Der gefällt mir richtig gut. Also wir haben jetzt ja schon ziemlich viele Produkte zusammen, um da so eine Art Full Face auch von schminken zu können. Das finde ich auch sehr praktisch, wenn das so vielfältig ist und du nicht nur 50 Nagellacke oder sowas drin hast. Ja gut, im Adventskalender keine 50 Stück, aber ne, mega gut und auch so abwechslungsreich, nicht so viele Lippenprodukte wie im letzten Jahr bislang. Und wir haben Halbzeit, gefällt mir richtig gut. Die Nummer 14 ist ein cooler Pinsel. Den kannst du als Augenbrauenpinsel nehmen, den kannst du als Pinsel für den unteren Wimpernkranz nehmen. Der ist richtig praktisch und ja, auch in so einer wundervollen Reisegröße. Toll. Also die coolsten Kläppchen lassen sich am blödesten öffnen. Und zwar habe ich hier in der Nummer 15 wieder ein rundes Produkt. Das ist ein Pressed Highlighter und der hat so einen schönen Kupferton, ne? Champagner-Kupferton, gefällt mir auch richtig gut. Das ist toll, ne? Das ist ein ganz tolles Tönchen. Erinnert mich von der Farbe auch ein bisschen an den Becker Opel. In der Nummer 16 haben wir einen coolen Lipgloss und das ist eine schöne Farbe. So ein schönes Altrosa, richtig toll. Also das ist eine tolle Farbe. Der gefällt mir unheimlich gut. Die Nummer 17 ist ein Blush und somit haben wir wirklich die Face-Produkte, was Puderprodukte angeht, weitestgehend vollgemacht, ne? In der Nummer 18 haben wir wieder einen schönen Lip Liner und das ist ein schönes dunkles Rot. Also jedenfalls, nein, es ist kein Lip Liner. Quatsch, es ist ein Eyeliner, denn er ist schwarz. Oder auch ein Kajal. Ja, hätte man daran vermuten können, weil hier unten schwarz ist, ne? Die Nummer 19 ist ein Liquid Highlighter und der ist auch richtig schön. Auch der wieder von der Farbe her, wie der Becker Opel. Das ist echt krass. Richtig schön. Ich mag zwar keine Liquid Highlighter, aber es gibt so viele, die sehr, sehr gerne mögen. Und ich habe das bei Revolution auch noch nie gesehen, dass die Liquid Highlighter haben. Also ich weiß nicht, ob die jetzt im Kalender auch neue Produkte mit drin haben. Gucken wir mal. In der Nummer 20 haben wir ein Produkt, was ich toll finde. Und zwar ist das ein Pressed Contour Powder. Ich finde es super, dass die echt so vielfältige Produkte mit reinpacken, ne? Der ist ein bisschen aschiger als der Bronzer von eben und gefällt mir unfassbar gut, dass sie das mit drin haben. Das macht Revolution noch ein Stück weit sympathischer, finde ich. Also diese Vielfältigkeit der Produkte, mein Fazit kommt gleich. Die Nummer 21 ist ein weiterer Highlighter und zwar ein Baked Highlighter und auch das wieder eine schöne Farbe. Der geht etwas ins rosastichige und ich finde es einfach klasse, was für eine große Auswahl Revolution mit in den Adventskalender gemacht hat von Highlightern. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Highlighter-Produkte. Also einmal den Pressed Highlighter, 2 Baked Highlighter in Silber und Rosa und dann noch den Highlighter als flüssig. Richtig klasse, denn ich finde gerade so zur Winterzeit möchte man sich auch ein entsprechendes Highlight setzen und strahlen. Ja, gefällt mir. Ach guck, mit dem Pinsel kannst du sogar noch besser deinen Highlighter auftragen. Das ist die Nummer 22. Das ist ein etwas flacherer Pinsel, der vorne halt oder oben etwas spitzer zugeht. Das ist auch ein toller Pinsel, womit du theoretisch sehr, sehr leicht oben noch deine Lidschatten hochverblenden könntest zu deinen Augenbrauen hin, dass es alles ein bisschen stimmiger aussieht, ne? Ein toller Pinsel. Ha,
von der Nummer 23 lasse ich mich nicht täuschen. Es ist diese Farbe und es ist garantiert ein Lip Liner. Ich schaue mal drauf. Steht nicht drauf, ob es einer ist, aber ich denke mal. Wir öffnen ihn mal. Ja, es ist ein Lip Liner in einem schönen Nude-Ton und der auch wieder passend zu dem ein Lippenstift. In Deutschland wäre das jetzt tatsächlich, oder in Europa, Heiligabend. Das hier ist ein Liquid Lipstick in einem wunderschönen Rot. Also 1A, richtig toll, richtig klasse für den Heiligen Abend. Drauf machen und du bist einfach ready. Und da Makeup Revolution London eine Marke aus England ist, ist ja noch der 25. da. Denn das ist tatsächlich der Heiligabend, beziehungsweise das ist Weihnachten. Und ja, da gibt es eine große Palette, Leute. Das ist die Reloaded Fire Palette und die finde ich richtig schön. Die gefällt mir mega gut. Das ist neu. Das ist, das hat es vorher, glaube ich, nicht gegeben. Ich glaube, das ist wirklich explizit für diesen Kalender entwickelt worden. Und die Farben, das ist einfach Weihnachten. Das schreit Weihnachten, ne? Und wenn du diese Produkte am Heiligabend vor dir liegen hast, bist du ready to go. Das Einzige, was noch fehlt, ist eine Foundation und Concealer. Und eine Mascara, okay. Aber sonst. Mega guter Inhalt. Hat mir richtig gut gefallen. Ich blende dich hier mal ein, was der Kalenderwert insgesamt ist. Ich denke schon, dass wir da relativ hoch liegen werden. Mein letzten Jahr hat Revolution nicht so unbedingt gut abgeschnitten bei mir. Zum einen, weil der Wert jetzt minimal höher war als das, was man dafür bezahlt hat. Zum anderen, weil die Produkte nicht so schön waren, finde ich. Jetzt dieses Mal ist die Vielfalt der Produkte auf jeden Fall gegeben. Du hast viele Face-Produkte, hast auch echt abwechslungsreich die Produkte, ne? Du hast jetzt nicht irgendwie 5 Lippenstifte oder sowas, sondern 2 Lippenstifte, ein Liquid Lipstick, ein Lipgloss. Also das ist wirklich so abwechslungsreich und das gefällt mir richtig gut. Ja, und folgende Produkte habe ich mir jetzt hier für die Verlosung ausgesucht. Das ist zum einen dieser echt süße Spiegel, dieser Handspiegel. Dann die Mini-Palette, die du 1A für den Herbst jetzt auch verwenden kannst. Dann habe ich dir den Liquid Highlighter rausgesucht. Dann gibt es für dich das komplette Pinselset, sagen wir mal. Also die 4 Pinsel lege ich dir auch mit rein. Und dann gibt es noch diese beiden hübschen. Das ist einmal der Amazing Lipstick und der dazu passende Lip Liner. Was du dafür tun musst, ist ganz einfach, dass du Abonnent meines Kanals bist. Alle anderen weiteren Informationen, Teilnahmebedingungen stehen unten in der Infobox. Schau gerne vorbei. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!